Ich hatte eine Frage zur Zertifikatspflicht an den Hochschulen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. An der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften werden die Tests für nicht präsenzpflichtige Veranstaltungen nicht übernommen. Die Tests kosten 40 Franken. Das heißt, Studenten sind sowieso schon knapp bei Kasse, das ist ja bekannt. Wie sehen Sie das? Also, das ist eine sehr schwierige Situation für diese Studenten, weil Bei 1 Stunde und 4 Minuten. Link in der Videobeschreibung, aber wohl eher erst dann drüben bei YouTube. Also die Frage ist klar, gell? Die alten Professoren, dann verlangen von den jungen Menschen, dass sie sich irgendeine Soße spritzen lassen, damit ihnen dann drinnen in der Universität erzählt werden kann, wie toll die Menschenrechte, die Würde des Menschen, die Grundrechte sind und körperliche Unversehrtheit ganz, ganz wichtig. Aber jetzt interessant ist ja, wie antwortet Bundesrat Berset auf diese Frage? Diese Frage. Ich muss Ihnen sagen, ich meine, dass ich nicht der Bundesrat, der diese Entscheid trifft, ob es ein Zertifikat braucht in Hochschulen, ja oder nein. Aber ich sage, das wird mir sehr klar. Ich war sehr froh, dass die Hochschulen mitgemacht haben. Und was haben die Professoren denn dir gesagt? Haben Sie dir gesagt, ja, der Bundesrat macht halt so seine Empfehlung und so, aber wir haben es durchgezogen und ja, uns scheint das konsequent zu sein. Und haben Sie dir das so gesagt? Du, ihr Sozialarbeitsprofs, nicht der Bundesrat hat das Covid-Zertifikat verlangt. Ihr habt es selbst so eingerichtet. Die Rechtsprofessoren werden immer lauter. Bei der Quasi-Impfpflicht für eure Studis geht es um schwerwiegende Eingriffe ins Grundrecht. Wie laut seid ihr? Bundesrat Berset sagt, er beziehe sich halt eben auf Fachleute. Und was habt ihr gesagt? Wie laut seid ihr gewesen? Logo, Schweigen ist Zustimmung. Weitere Quotes von Alain Berset auf wikidienstag.ch oder in meinem Blog die ganze Rede.